Krebs, hi, Wochenbotschaft, 27.11. bis zum 3. Dezember. Krebse, ältere Generation, fühlt euch willkommen, okay? Erlaubt euch zu resonieren, damit halt einfach die Sachen, die für euch bestimmt sind, ja, auch wirklich positiv sich gestalten und auch eintreffen können. Schau mal, ich sag's gerade noch, ja? Für diese Stiere, für diese Krebse, die mit einem Stier was zu tun haben, für diese Krebse, die mit Krebs, Fische, Skorpion, deine eigene Energie was zu tun haben, für diese Krebse, die wirklich auch in der Familie angekommen sind, die glücklich sind, die gerade ihre Familie gegründet haben, die in der Liebe sich nach was sehnen. Diese Krebse, die bereit sind für die Familie, für die eigene Wohlfühlenergie, ja, für diese bedürftige, ja, Glückseligkeit in sich, ein wunderschönes, ja, Bild zu kreieren. Das heißt, Krebs, es ist Latte egal, die emotionale Ebene, ja, mit dem Ass der Kelche ist eine mega geile Energie. Das heißt, liebestechnisch, ja, ist alles im Flow, kommt alles im Flow. Beruflich wird es bessere Zeiten geben. Vielleicht hast du schon die Idee, die Arbeit zu wechseln, ja, vielleicht bist du schon dabei, die Arbeit zu wechseln. Es kommt eine krasse Veränderung. Warum? Weil Krebs sich der Verantwortung bewusst ist und Krebs ist sich auch bewusst, ja, dass diese zweifelhafte Energie, diese Zerrissenheit manchmal, diese ganzen Gedankenkarusselle, die Beeinflussung von den Nachrichten, von der weltweiten Krise, von den Finanzproblemen, ja, was ist mit der weltweiten Entwicklung der Finanzen gerade am Start? Viele Krebse, die sich über diese ganze weltweite Problematik Gedanken machen, machen es zwar gut, aber machen es auch falsch. Nächste Woche heißt es, du bist in der Liebe, in der Gefühlsebene, in das, was dich verkörpert, ja, das, was auch dein Herz berührt, das deine Seele ist, auch was die Ironie betrifft manchmal, die Egos betrifft. Nächste Woche geht es darum, alles sich aufzeigen zu lassen, eine Entscheidung zu treffen und dann nach vorne zu schreiten. In der Liebe, in der Familie, in allen Bereichen kommt ein Nährstoff rein, kommt eine Verwirklichung rein, kommt eine Verbesserung rein, kommt eine Idee rein, die vielleicht unbedingt nicht von dir ist, aber von jemand anderen. Ein Vorschlag wird dir gegeben oder ein Vorschlag wird gemacht und Krebs wird ein bisschen hin und her gerissen sein. Nein, lass es dir durch den Kopf gehen, okay? Du wirst es schaffen, finanziell und auf allen Ebenen eine wunderschöne Energie zu kreieren. Für die, die schon Kinder haben, ja, die Kinder werden sehr markant sein. Für die, die gerade Babys bekommen haben, ja, hier kommt eine neue Entwicklungsstufe, eine neue Lebensaufgabe, eine neue Verantwortung auf euch zu. Für die, die ihr einfach nur Projekte habt, wie eure Kinder Haustiere habt, okay? Für euch heißt es, genießt einfach diesen Moment, euch zu verwirklichen, die Nähe zu spüren, dieses Miteinander zu teilen und immer zu wissen, es fühlt sich genau stimmig an. Kommende Woche geht es nicht um die Gesundheit, ja, um die Erfolge. Es geht um das Wohlbefinden, es geht um die Familie, es geht um das Miteinander reden, um auch miteinander in eine andere Bereichsenergie zu kommen, wo Krebs sich finden darf. PHB, SZE, VND und Q. Okay? Krebs, das heißt, Buchstabe, passt es an, du, dein Herzensmensch, Kind, wer auch immer. Ja? Nächste Woche Krebs heißt es wirklich, ein fruchtbarer Nährboden wurde gesetzt, ein neuer fruchtbarer Nährboden wird gesetzt werden. Es gibt ein paar Konflikte intern und extern, ja, aber treffe die Entscheidung immer zu deinem höchsten Wohle, dann wirst du sehen, wie die Sachen sich verändern. Hinterlass mir deinen Kommentar, liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Alles ist wirklich gut im Flow. Bereite dich also vor auf eine spannende Woche, okay? Möchtest du eine Notfall-Expresslegung von einer halben Stunde oder einer Stunde? Schreib mich an und wenn ich spüre, das ist ein Notfall, dann kriegst du von mir abends auch noch um 11 Uhr einen Zwischentermin, okay? Schreib mich an und wir hören uns Krebs. Bis dahin, bye.